Hallo Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ein großes Projekt, 60 x 90 cm Leinwand. Und wir machen einen Acrylic Pour. Das habe ich wirklich lange nicht mehr gemacht. Und Hintergrund ist Weihnachten, wir brauchen ein Geschenk. Und eine Freundin von mir hat die Wohnung renoviert in einem leichten Grau, wirklich helles Grau. Und an die eine Wand, die nicht grau ist, soll jetzt ein Bild mit den Farben hellgrau, weiß, phthalo-grün und schwarz. So, ich habe, wie ihr schon im Bild gesehen habt, wieder mein 5-Becher-Tool genommen. Wer die Videos noch nicht gesehen haben sollte, das ist selbst gebaut aus verschiedensten Bechern. Einfach nur ungefähr gleich groß geschnitten, zusammengeklebt und dann kommen hier Farben in die Ringe rein. Die puren wir dann über das Bild und es soll so eine Art Marmoreffekt werden. Das heißt, die Farben sollen sich dann verschieben, verziehen, überlagern und in der Mitte kommt Weiß rein. Da soll dann wie so ein Wolkeneffekt oben drüber liegen. Drückt mir die Daumen. Lange nicht gemacht. Bin wirklich etwas aufgeregt. Und ja, man kann es natürlich nur begrenzt steuern, gerade auf die Größe. Wir sind gespannt. Erstmal werde ich eine Schicht mit dem Grau machen als Untergrundschicht, damit die Farbe besser fließt. Bevor ich dann die Farbe drauf schütte, aber erstmal geben wir die Farbe selbst in den Becher. Der wird nicht komplett voll sein, dafür ist die Leinwand nicht groß genug. Aber ich denke mal, die Farbe, die ich jetzt gemischt habe, sollte ganz gut reichen. So, am Ende, bevor es losgeht, hebe ich die Leinwand auf der einen Seite hier drüben so ein bisschen an, dass die Farbe von alleine runterlaufen kann und dann bewege ich das Ganze und hoffe auf ein cooles Ergebnis. Ich bin jetzt auch still, ihr könnt einfach in Ruhe zuschauen mit ein bisschen Musik, drückt mir aber so lange die Daumen. Und bis dann! So, einen Tag später, alles schön getrocknet und so sieht es jetzt aus. Vermutlich blendet das für euch zu sehr, deswegen könnt ihr es vielleicht gar nicht sehen. Ich kippe das mal so ein bisschen an, dann blendet es bestimmt weniger, hoffe ich, eventuell vielleicht. mal sehen. Ansonsten filme ich nachher auch nochmal so drüber und nehme das dann einfach als Video-Footage. Anyways, so, finde ich wirklich cool geworden. Also ich bin glücklich. Es ist überraschend wenig Grau darauf. Das hat mich tatsächlich überrascht und es ist wirklich viel Grün, dafür so ziemlich gar kein Schwarz. Also interessant. Cool finde ich hier hinten sogar die Ecke. Ich bin natürlich, wie ihr wisst, kein Fan von Zelleffekten. Die haben wir hier überall zwischendrin. Die hätte ich nicht gebraucht. Hier oben in der Ecke zumindest finde ich die wirklich cool.
Ich film nachher nochmal drüber, wie gesagt. Und auch sonst das Layout hier mit den dunkleren zu den helleren Tönen, einfach cool. So vom Nahen sogar relativ hektisch, vor allem hier oben durch die ganzen Zelleffekte. Ja, aber wenn man es von weiter weg anschaut, wirklich richtig schön. So, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei diesem etwas größeren Projekt. Ich habe noch ein Projekt auf einer 1,50 m x 50 cm Leinwand. Ähnliche Farben anstelle von dem Grün, aber mit Burgunderrot. Und vielleicht hoffentlich dann ein bisschen mehr Grau. Wir werden sehen. Kommt auf jeden Fall auch bald als neues Video. Ansonsten bei Fragen wie immer in die Kommentare. Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst. So, bis dahin, ganz viel Spaß beim Kreieren und bis bald.